Im antiken Griechenland galten Kopfschmerzen als schweres Leiden. Die Opfer beteten zu Asklepios, dem Gott der Medizin, um Linderung. Hielten die Schmerzen an, führte ein Arzt meist folgende Behandlung durch. Er bohrte ein kleines Loch in den Schädel, um vermeintlich infiziertes Blut abzuleiten. Diese grässliche, Trepanation genannte Prozedur machte daraus oft andere, dauerhaftere Schmerzen. Zum Glück werden Kopfschmerzen heute nicht mehr mit Bohrern behandelt. Trotzdem müssen wir noch viel über dieses uralte Leiden lernen. Heute werden Kopfschmerzen in zwei Kategorien unterteilt, primäre und sekundäre. Erstere sind nicht Symptome einer zugrunde liegenden Erkrankung, Verletzung oder Störung, sie sind das Leiden selbst. Aber dazu gleich mehr, denn obwohl die primären Kopfschmerzen 50% der erfassten Fälle ausmachen, wissen wir eigentlich viel mehr über die sekundären Kopfschmerzen. Diese werden durch Gesundheitsstörungen verursacht, wobei die Auslöser von Dehydrierung und Koffeinentzug bis hin zu Kopf- und Halsverletzungen und Herzerkrankungen reichen. Ärzte haben über 150 diagnostizierbare Typen klassifiziert, alle mit unterschiedlichen Ursachen, Symptomen und Behandlungen. Aber nehmen wir nur einen typischen Fall, die Nebenhöhlenentzündung, als Beispiel. Die Nebenhöhlen sind Hohlräume, die hinter der Stirn, der Nase und den oberen Wangen liegen. Sind diese infiziert, heizt die Immunreaktion den Bereich auf, um die Bakterien abzutöten, und das Gewebe schwillt durch die Entzündung stark an. Die verstopften Nebenhöhlen üben Druck auf die Schädelarterien und Venen sowie auf die Muskeln in Nacken und Kopf aus. Dadurch werden Schmerzrezeptoren, sogenannte Nozizeptoren, aktiviert, die das Gehirn veranlassen, Neuropeptide freizusetzen, die die Blutgefäße im Schädel entzünden und den Kopf anschwellen und aufheizen lassen. Diese Beschwerden, in Verbindung mit einer überempfindlichen Kopfmuskulatur, führen zu starken, pochenden Kopfschmerzen. Nicht alle Kopfschmerzen entstehen jedoch durch Schwellungen. Verspannte Muskeln und entzündete empfindliche Nerven führen zu unterschiedlichen starken Beschwerden, aber es sind immer Reaktionen auf einen Reiz im Schädel. Während bei sekundären Kopfschmerzen die Ursache klar ist, ist die für primäre Kopfschmerzen noch unbekannt. Forscher untersuchen mögliche Auslöser für die drei Arten von primären Kopfschmerzen. Wiederkehrende langanhaltende Migräne, sehr schmerzhafte, schnell auftretende Clusterkopfschmerzen und am häufigsten Spannungskopfschmerzen. Wie der Name schon sagt, hat man bei Spannungskopfschmerzen das Gefühl, dass ein straffes Band den Kopf zusammendrückt. Dabei ist die Empfindlichkeit der Kopfmuskulatur erhöht, die dann schmerzhaft im Takt von Blut- und Sauerstofffluss pulsiert. Patienten geben Stress, Dehydrierung und Hormonschwankungen als Auslöser an, aber das passt nicht recht zu den Symptomen. Bei Dehydrationskopfschmerzen beispielsweise schrumpft der Stirnlappen vom Schädel weg, wodurch die Stirn anschwillt, was nicht mit dem Ort des Schmerzes bei Spannungskopfschmerzen übereinstimmt. Wissenschaftler haben Theorien über die eigentliche Ursache, die von krampfenden Blutgefäßen bis zu überempfindlichen Nozizeptoren reichen, aber niemand weiß es genau. Die Kopfschmerzforschung konzentriert sich vor allem auf schwerere primäre Kopfschmerzen. Migräne ist ein wiederkehrender Kopfschmerz, der sich wie ein Schraubstock am Schädel anfühlt und 4 Stunden bis 3 Tage andauern kann. In 20% der Fälle sind diese Anfälle so stark, dass das Gehirn mit elektrischer Energie überlastet wird, was die sensorischen Nervenenden übermäßig erregt. Das führt zu Halluzinationen, den sogenannten Auren, bei denen man Lichtblitze und geometrische Muster sieht und ein Kribbeln wahrnimmt. Clusterkopfschmerzen, eine weitere Art primärer Kopfschmerzen, verursachen ein Stechen hinter einem Auge, wodurch dieses errötet, sich die Pupille verengt und das Augenlid herunterhängt. Was kann man gegen diese Leiden tun, die die Lebensqualität vieler Menschen stark beeinträchtigen? Spannungskopfschmerzen und die meisten sekundären Fälle lassen sich mit rezeptfreien Schmerzmitteln behandeln, die die Entzündung hemmen und die Schwellungen reduzieren. Viele Auslöser sekundärer Kopfschmerzen wie Dehydrierung, Augenanstrengung und Stress kann man außerdem proaktiv vermeiden. Migräne und Clusterkopfschmerzen sind jedoch komplizierter und wir haben noch keine verlässlichen Behandlungen gefunden, die bei jedem funktionieren. Aber zum Glück suchen Pharmakologen und Neurologen nach den Lösungen für diese Probleme, die unsere Köpfe so sehr belasten.
TED-Ed arbeitet daran, hochwertige Bildungsinhalte für so viele Menschen in so vielen Sprachen wie möglich kostenlos anzubieten. Unterstütze unsere gemeinnützige Arbeit mit einer Spende auf Patreon und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren.